Ich öffnete die Tür meines Apartments und spürte, dass etwas nicht stimmte. Ein unheimliches Gefühl kroch meine Wirbelsäule hoch. Tag für Tag hatte ich das beklemmende Gefühl, beobachtet zu werden. Jeder Schritt, jeder Atemzug schien von unsichtbaren Augen verfolgt zu werden. Die Nachrichten auf meinem Handy wurden zu bedrohlichen Zeichen. Unbekannte Nummern schickten mir Fotos von mir, die ich selbst nie gemacht hatte. Mein Herz hämmerte bei jedem Klingeln meines Telefons. Eines Nachts hörte ich Schritte hinter mir, als ich durch leere Straßen ging, doch wenn ich mich umdrehte, war niemand zu sehen. Ich begann, meine Wohnung zu durchsuchen, auf der Suche nach versteckten Kameras. Der Verdacht nagte an mir, dass jemand in mein Leben eindrang und jede Bewegung verfolgte. Doch ich, als auch die Polizei, konnten keine Beweise finden. Und Freunde, Familie, Verwandte hielten mich für überängstlich. Eines Tages erhielt ich eine anonyme Nachricht. Du wirst nie alleine sein. Panik durchzuckte mich, als ich realisierte, dass mein Verfolger über mein gesamtes Leben Bescheid wusste. Verzweifelt suchte ich nach Antworten und stieß auf ein altes Tagebuch aus meiner Kindheit. In seinen vergilbten Seiten fand ich Einträge, die mein jüngeres Ich verfasst hatte, Beschreibungen von Begegnungen, die ich längst vergessen hatte. Doch der letzte Eintrag war neu, und es war meine eigene Handschrift. Ich werde immer bei dir sein. Mir wurde klar, dass der Stalker niemand anderes als mein früheres Selbst war.